Ey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit der Thunderbird-Franchise Woche 5 der regulären Saison und natürlich auch Woche 6. Denn wenn ihr es beim letzten Mal nicht mitgekriegt habt, so wie ich zum Beispiel, ich habe es auch nicht mitgekriegt, wir haben diese Woche eine Bye-Week und danach geht es dann gegen die Cowboys. Was wir als erstes machen können, bevor wir uns mit den Scouting-Points und mit den Verträgen und sowas beschäftigen, ist, wir gucken uns mal die News an und gehen auf unsere News als allererstes. Denn da gibt es ein paar gute Sachen. Deshaun Watson, Wir wollen natürlich Woche 4 gucken. Peter Schrager unten, mein Boy, der big upt auch immer die Lions und echt. Feel bad for the home fans who had to see their Saints botch this one in every way. Hashtag Thunderbirds. Und Ross Tucker hat getweetet, I called it 4 weeks ago. Heck, I called it during the draft. If these guys don't go 8-0 oder 8-0, I'm shocked. Also Ross Tucker erwartet, dass wir 8-0 gehen, bevor wir das erste Spiel verlieren. Mal gucken, ob wir seinen Anforderungen gerecht werden können. New Orleans blown out steht da noch und off to a good start. Ja, und ihr seht schon oben links das Bild. Deshaun Watson ist leider ein bisschen länger verletzt. Wir gucken mal rein. Ich weiß es natürlich auch nicht mehr. Ich kann mir doch Sachen nicht länger als einen Tag merken. Injury Report. Ich glaube, es waren 5 oder 6 Wochen. 6 Wochen mit einer dislocated hip, also mit einer ausgekugelten Hüfte. Ich weiß immer nicht, wo man Kugelgelenke hat, wo man keine Kugelgelenke hat. Falls man sich die Hüfte nicht auskugeln, sondern nur ausrenken kann, dann verzeiht mir. Auf jeden Fall hat er sich die Hüfte ausplatziert. Sie ist nicht da, wo sie sein sollte. Oder war zumindest. So, 6 Wochen. Jetzt ist halt die nächste Frage, wen lassen wir da als Quarterback starten? Ich meine, wenn sich im Spiel irgendwas ergibt, dann können wir das natürlich immer noch ändern. Aber wer ist der Starter? Das hat natürlich auch ein Statussymbol. Wer kriegt die Chance, sich quasi zu präsentieren? Speed. Cardale Jones ist besser. Connor Cook hat natürlich 2 Gesamtpunkte mehr. Cardale Jones hat schon mit seinem Touchdown da 2 Confidence-Punkte gekriegt. Awareness, Acceleration. Also auf jeden Fall der mobilere Quarterback ist Cardale Jones relativ deutlich. Also ist jetzt nicht extrem, wie jetzt der Unterschied von Deshaun Watson zu Big Ben oder sowas, aber ist schon deutlich da. Er hat mehr Throw Power, aber die ganzen Sachen sind natürlich deutlich inakkurater als bei Connor Cook. Kann im Laufen besser werfen. Also ja, er ist der Quarterback, der näher an Deshaun Watson dran ist. Und Connor Cook ist dann eher so der Pocket Passer ein bisschen. Beide gleich viel Erfahrung. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse Cardale Jones mal spielen, einfach weil er letztes Mal schon gespielt hat. Assassin's Creed, cool. Einfach weil er letztes Mal schon gespielt hat und da seinen Touchdown geworfen hat. Wir können erstmal gucken, ob wir irgendwie noch ein bisschen verbessern können. Evan Ingram auf 90 einfach für Status, warum nicht? Release? Carrying? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah, wir können mal Verletzungen angucken. 95 sollte eigentlich gut genug sein. Wisst ihr was? Catch and Traffic. Und habe ich hierfür noch genug? Nee, habe ich natürlich nicht. Catch and Traffic und Carrying? Stiff Arm? Juke Move? Ich glaube, Juke Move sollten wir auf 78 mindestens bringen. Ihr seht, rechts auf der Seite, Increase Juke Move to Fake Out Defenders in the Open Field. New Juke Moves are unlocked at 65, 78 and 19. Wir sind bei 74. Also 74 müssen auf 78 kommen, damit eine neue Animation quasi da ist. Spin Move. Ah, Spin Move kriegen wir bei 65 schon eine neue. Ich glaube, da gehen wir mal eher hin in Richtung 65. Verdammt, nicht auf 90 gekriegt. Dafür hätte ich Awareness 2-mal upgraden müssen. Aber wir haben nützlichere Sachen gemacht als Awareness. Kendricks, ja komm, Kendricks, wo wir schon mal da sind, junger, neuer, unerfahrener, never mind, ich wollte gerade sagen, junger, neuer, unerfahrener Quarterback braucht alle Tight End Hilfe, die er kriegen kann, aber Kendricks ist halt schon älter, da kann man die Werte dann nicht mehr so einfach verbessern. Was mir aufgefallen ist, vor allem beim Durchgucken kurz, unser guter Pippins, der kriegt nicht so wirklich XP. Das heißt, was wir erstmal machen werden, ist den über Connor stellen im Dingsbums hier, im Depth Chart. Ist nicht so wichtig und Connor ist halt auch ein krasser Running Back. Aber wir brauchen an sich nur 2. Der dritte ist halt nur dafür da, falls sich einer von den anderen beiden verletzt. Ansonsten, Dabo kriegt auch weniger, als ich dachte, dafür, dass er so viele Würfe fängt. Immer Kevin White hat verdammt viel, aber ich glaube, das ist noch aus der Preseason. Defense können wir mal gucken. Jared Davis hat wieder ein paar. Und da habe ich mich ja letztes Mal schon aufgeregt, wie der sich verletzen konnte. Wir können nochmal reingucken. 90. Ich gebe jetzt wieder alle Punkte aus, dass er sich nicht verletzt. Weil der spielt schon relativ gut. Und ich will einfach nicht, dass der sich verletzt.
Ich will, dass er irgendwelche Preise kriegt. Ich wollte halt auch eigentlich, dass Deshaun Watson MVP kriegt. Das können wir uns jetzt auch abschminken, wenn er so viele Spiele fehlt. Was ein bisschen ärgerlich ist. Gilbert, unser Cornerback, letztes Mal mit zwei, nee, mit einem Pick 6 und der anderen Interception noch. Dem geben wir auf jeden Fall alles auf Awareness. Einen Gesamtpunkt gestiegen. So, und jetzt können wir uns dann mal um die ganzen Sachen kümmern. Bevor wir in die Bye Week gehen und das Ganze verfälscht wird, gucken wir uns natürlich die Finanzen an. Letzte Woche waren wir auswärts, also müsste das, müsste relativ deutlich mehr Ausgaben als Einnahmen gewesen sein, aber das ist okay. Solange wir müssen uns mal merken, 67, wir bleiben jetzt ungefähr bei 67, es sollten keine allzu teuren Verträge mehr kommen diese Woche. Wir gucken uns mal an, wie zufrieden unsere Fans sind. Das finde ich immer noch relativ wichtig, beziehungsweise womit sie am unzufriedensten sind. Team Popularity, okay. Und ansonsten Merchandise 12, Concessions. Ist es Concessions? Concessions? Ne, müsste Concessions sein. 15. Okay, wir warten wie gesagt erstmal drauf, dass die Team Popularity ein bisschen ansteigt. Und wenn dann eine von den anderen beiden Sachen, also das, was man zu essen und trinken kaufen kann im Stadion oder unser Merchandise, wenn das dann das Schlechteste ist, dann gucken wir da nochmal rein. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Verträge. Sidney Jones sehe ich da schon. Mit dem würde ich gerne verlängern. Mit dem würde ich gerne verlängern, auch wenn er jetzt verletzt ist. Aber dem will ich nicht allzu viel geben. 2 Jahre, jawohl, hat er direkt angenommen. Und DeMontre Moore, wisst ihr was? Ich werde höchstwahrscheinlich sowieso einen Left End draften. Also den brauchen wir nicht. Dann als nächstes sind Freddy Stevenson. Aber erst nächste Folge, weil in Woche 6 wir noch nicht mit den verhandeln können. Josh Fant, Von Bell, Cassius Marsh, DeMonte KZ, Moment mal. Ah, okay. DeMontre und DeMonte, okay. Geil. Kevin White muss ich noch überlegen. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, wollt ihr Kevin White behalten? Soll ich eher noch einen Receiver draften? Oder vielleicht einen Undrafted Receiver holen? Weil unser Gestell von den ersten dreien ist eigentlich echt stabil. Und Isaiah Ford ist auch stark. Isaiah Ford... Nee, ich wollte gerade sagen, finde ich vielleicht sogar noch besser als Kevin White, aber nein, das ist Quatsch. So, als nächstes scouten wir. Und da habe ich beschlossen, ich möchte in der ersten Runde eigentlich nicht wirklich nach Need draften, sondern nur so halb. Das heißt, zum Beispiel könnte ich einen Free Safety draften. Da haben wir eigentlich einen ganz guten, aber keinen so richtig krassen und keinen, der sich noch wirklich entwickeln wird. Deswegen, ich möchte in der ersten Runde nicht unbedingt alles per Need abgeben. Deswegen dieser Cornerback hier zum Beispiel, Russell Moss, du wirst jetzt gescoutet. Frühe erste Runde. Und wenn der noch da ist, wenn ich drafte, irgendwann hoffentlich in den späten 20ern, in den frühen 30ern, je nachdem, wie weit ich komme in dieser Saison, wenn der dann noch da ist, dann nehme ich den natürlich. Ein Left End, Tremel Delmus, geiler Name. Strong Safety, wen haben wir da? Jamal Adams, wenn ich einen Strong Safety drafte, der ist krass, der hat vielleicht Superstar, warum nicht? Dann kann ich Jamal Adams auf Free Safety stellen oder so. Tight End. Warum nicht? Einen zweiten Tight End hinter Evan Ingram kann man immer haben. Ihr habt gerade gesehen, Kendricks ist schon ein bisschen älter. Defensive Tackle. Warum nicht? Halfback ist jetzt genau so ein Beispiel, das brauche ich wirklich gar nicht. Weil wir da 3 junge Halfbacks haben, von denen 2 schon relativ hoch bewertet sind mit 88 und 77 ist gut für ein Backup. Dann haben wir dazu noch unseren Superstar, der auch gut bewertet sein wird, wenn ich mit dem noch ein paar Awards abstaube oder einfach ein paar XP verdienen kann. Deswegen Halfback will ich nicht scouten. Quarterback bin ich, denke ich, ganz stabil am Start. Alfie Simpson, geiler Name. So, und damit habe ich jetzt erstmal keine Punkte, aber wir gehen natürlich noch in die nächste Woche, dann kriege ich wieder Punkte. Und das würde ich sagen, machen wir dann auch mal direkt. Wir gehen in die nächste Woche, dann können wir uns mal die Stände in unserer Division und sowas angucken und die restlichen Punkte ausgeben. So, okay, Training habe ich gerade schon simuliert. Wir haben Pippins jetzt reingestellt statt Evan Ingram, weil Ingram ist schon kurz vor 90. Pippins hat Superstar, das heißt, er kriegt 300 zusätzliche XP bei jedem Training. Sidney Jones ist wieder am Start. Deshaun Watson ist noch 5 Wochen raus. Wir scouten natürlich direkt weiter, wo wir da gerade im Flow waren. Und gehen hier einfach runter. Ich sortiere jetzt gar nicht nach Position, sondern ich gucke mir einfach so aus den ersten 40, vielleicht 50 Prospects an, wen will ich haben. Und danach gucke ich irgendwann nach Need, auch nach Backups vielleicht. Reggie Lawrence, Balanced, erste Runde, sehr cool. Left Tackle brauchen wir auch. Das wäre Need, aber der ist natürlich dann 5. Runde. Jamichael Herron, zwar Miami, aber ein geiler Name. Free Safety, der nächste. Wide Receiver ist wieder die Sache. Erste Runde Wide Receiver zu draften, das wäre halt wirklich ein richtiger Luxus-Pick. Oh, shit, voll vergessen. Ich wollte ja vorhin, als ich bei den News war, wollte ich eigentlich noch nach den College-News gucken.
Teams are finding it hard to run the ball against UCLA now, in a large part thanks to linebacker Darius Knox's recent level of play. Inconsistent week-to-week play has USC tight end Malik Bindem, wie auch immer, falling in several experts' mocks. Dann noch das nächste. Ja, die nächste wird wieder zu den beiden. Also, der Tight End Malik Bindem, wie auch immer, fällt und Linebacker Darius Knox steigt. Gut. Können wir die beiden ja mal angucken. Ich glaube, das war sogar USC und UCLA. Ist ja witzig. Darius Knox, da ist er 3-4 Pass Rusher. Wenn der krass ist als 3-4 Pass Rusher, kann ich ihn auch als Left End aufstellen zur Not. Und der andere war Bindem, wie auch immer. Weil das Ding ist, hier ist er. Wenn der fällt, jetzt habe ich nicht mal genug Punkte, schade. Wenn der fällt, obwohl er eigentlich gute Werte hat, nur weil er schlecht spielt, dann ist es so ein Pick für die zweite, dritte Runde, wenn man einfach nur Potenzial haben will. Eher dritte, vierte eigentlich, wenn ich ehrlich bin. So, wir spielen gegen die Cowboys, die sind 1-3. Ich wollte gerade schon sagen, das wird ärgerlich und schwer mit Ezekiel Elliott und so, und dann ist mir eingefallen, dass wir einen Fantasy-Draft haben. Da ist es natürlich komplett egal. So, Lions sind ungeschlagen. Raiders sind ungeschlagen, aber haben ein Unentschieden. Also die Lions und ich, wir sind beide, oder die Lions und wir, die Thunderbirds, wir sind beide 4-0. Dahinter gibt es dann mehrere Teams mit 4-1. Okay, also die AFC müsste ja dann von den Raiders... okay, also die NFC ist hier schon mal wieder besser als die... die NFC ist besser als die AFC, so rum. Falcons, na gut, gucken wir mal in unserer Division... 4-1, okay, also es sieht aus, als wären die Buccaneers so ein bisschen sehr schlecht. Die Saints sind am Start, könnten nur einen schlechten Start gehabt haben, die will ich jetzt nicht zu früh abschreiben. Und die Falcons sind am Start. Die Falcons haben extrem viele Punkte erzielt, aber auch extrem viele Punkte reingekriegt. Guck mal, die haben viel mehr Punkte sogar kassiert als die Saints. 166. Das heißt, die haben 106 mehr kassiert als wir. Haben aber natürlich auch knapp 50 mehr gemacht als wir. Na gut, also die Falcons müssen wir im Auge behalten. Nein, Mist. Ich wollte hier gar nicht hin. Ich wollte eins höher. Schedule. Da, so. Gucken wir nämlich mal Team Schedule an. Wann wir das nächste Mal gegen die Falcons spielen. Oh je. Woche 14. Woche 14 und 15 sind nochmal die letzten in der Division. Und dann schließen wir ab mit Browns und Ravens. Ist ja ungewöhnlich, dass wir gar nicht in der Division abschließen. Buccaneers kommen Woche 7, also quasi nächste Woche. Und dann haben wir die Buccaneers schon durch. Dann haben wir auch schon 4 von 6 Spielen durch aus unserer Division. Sehr cool. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, ohne weiteres Rumgelaber. Ich verbessere die Wide Receiver noch nicht, habe gerade geguckt. Ohne weiteres Rumgelaber gehen wir mal rein. Und ich habe mir keinen wirklichen Gameplan überlegt. Das heißt, wir werden einfach drauf losspielen. Okay, Handy weg, was ist das denn hier für unprofessionelles Verhalten? So, Cowboys. Mal gucken. Oh, meine Offensive ist schlecht geworden. Da, vielleicht liegt das jetzt wieder an der Zeit. Ihr merkt schon, Defense ist sehr gut, Offense ist relativ schlecht. Das ist natürlich auch mein Spielstil. Ist immer so, auch Ultimate Team und was weiß ich, meine Defense ist immer besser als meine Offense. Meine Offense ist echt nicht gut. Aber ich denke, das hat auch ein bisschen was mit der eingestellten Spielzeit zu tun. Cowboys haben schon ein geiles Stadion. Ja. Coach Ron Rivera. Ich mag Jason Garrett nicht irgendwie, der ist mir unsympathisch, einfach als Coach. Hat gar nichts damit zu tun, bei welchem Team er ist, der wäre mir auch unsympathisch, obwohl. Ja doch, der wäre mir auch unsympathisch, wenn er irgend so ein Team, was ich ganz cool finde, so Saints oder Giants selbst, wäre mir auch unsympathisch. Wenn er Lions oder FSU kommen würde, dann vermutlich nicht. Ach komm. Ich wollte eigentlich, ich habe eingestellt als erste Wahl, wenn ich gewinne mit dem Wind. Als zweite Wahl habe ich sonst immer Kicken. Und ich kicke gefühlt eigentlich immer. Und heute habe ich Receive eingestellt. Oh, Dreck. Heute habe ich Receive eingestellt. Und ich dachte, vielleicht kann ich jetzt mal am Anfang den Ball haben, einfach nur für ein bisschen Abwechslung.
aber scheinbar nicht. Oh, Jared Goff. 12 Touchdowns, 3 Interceptions. Das ist eigentlich ein gutes Verhältnis. 12 Touchdowns schon. Und trotzdem sind die nur 1-3. Und McCoy sieht aus, als wäre es Shady McCoy. Das wäre eigentlich sehr verwunderlich. Ich gucke als allererstes mal. Ist es Visual Feed? Nee, Moment, Quatsch. Ich gucke als allererstes mal, ob mir die Game. Ja, es ist noch All Madden. Manual. Okay, das stimmt alles wieder. Das stimmt alles wieder so, wie ich es haben will. Gut. Mensch. Weil manchmal stellt er mir das ja um und auf einmal machen die dann irgendwelche Skill Moves, von denen ich gar nicht wollte, dass sie die machen. Deswegen, jetzt habe ich dran gedacht. Da dachte ich, gucke ich direkt mal am Anfang rein. 2 Running Backs kommen die raus. Ich gehe in eine Man Coverage, aber bleib in einem 4-3. Ah, die Jerseys sehen irgendwie krass aus. Gronk, aber es wird der Fullback Gronk sein. Sieht man ja schon an der Trikotnummer. Und sehr gut zu Hause geblieben, Malcolm Smith. Ich bin da nicht durchgekommen, mich haben sie weggedrückt als User. Brandon Fusco, Riley Reiff. Ja, Shady McCoy, O.J. Howard, Samaje Perine, Allen Robinson, Demaryius Thomas. Die haben eigentlich eine starke Offense, was geht? Eigentlich ist die Offense richtig gut von denen. Oder zumindest Potenzial so, ne? Die Line nach links gecrashed. Einfach, wenn die mit dem Tight End gehen wollen, wollen sie nicht. Stick. Boom. Sit down, young man. 6 Yards, also haben wir sie bei 3. und 2. Okay, 2 Running Backs, 2 Tight Ends, 22 Personnel. Wir gehen in 5-2 und Pinch. Steht aber rechts unten unter dem Spielzug, der davor war, für alle, die fragen. Na, ich wäre eigentlich. In die Mitte blitzen. Ah! Oh! Oh, Shady, Shady, Shady! Oh! Okay. Glück gehabt, dass das nicht dicker geworden ist. Frag mich wieder da. Oh! Die Lions haben, glaube ich, verloren das erste Spiel. Das heißt, wenn wir heute gewinnen können, werden wir eventuell das letzte Team, was noch steht. Ja, nächstes. Außen, wer ist das? Wer ist das? Ist es Shaq Lawson? Ja, Shaq Lawson, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wurde gar nicht aufgefangen. Moment mal, da muss ich mal gucken, was da passiert ist, weil normalerweise. Normalerweise hätte die noch jemand. Ah, okay, nee. Die haben den Spielzug geflippt. Ich dachte gerade, auf der rechten Seite steht der Tight End. Und ihr seht schon hier. Schlecht gelaufen, weil ich meinen Spielzug nicht geflippt habe. Das heißt, ich habe quasi einen kleinen. Nicht Overload, aber ich war. Mit meiner. Es ist schwer zu erklären. Ich war mit der White-Technik, war ich auf der Seite, wo der Tight End nicht ist. Das heißt, der Tight End blockt eigentlich. Hat sich hier jemanden im zweiten Level gesucht. Dadurch war er hier aber komplett frei. Das heißt, eigentlich hätte der Spielzug von denen aus andersrum sein müssen, dass der Tight End den Defensive End hier blockt. Deswegen hat das nicht funktioniert. So. 2 Running Backs auf dem Feld ist mir egal. Ich bleibe in meiner Zone. Ich bleibe auch wieder in der gleichen Zone. Und Jamal Adams hole ich sogar mal ein bisschen hier hin. Anderen Safety lasse ich oben. Okay. Dafür habe ich Jamal Adams dahin geholt. Damit auf der Seite überhaupt nichts geht, hat super geklappt. Mit den letzten 2 Laufversuchen ist er jetzt bei minus 4. Das gefällt mir gut. Und jetzt gehen wir natürlich in ein Dollar, denn er steht da mit einem Tight End und 4 Wide Receivern. Wir blitzen trotzdem. Das reicht nicht. Deswegen, da bin ich ein bisschen zufriedener mit solchen Blitzen, die lang sind, weil der Computer häufig kurze Würfe nimmt. Und gerade wenn es dann ein eher nicht so guter Receiver ist wie da, und der nimmt die Stick Route, dann fällt er halt einfach um. Okay, aber dass die Defense ab und zu was reißen können, das ist ja ein anerkannter Fakt. Das heißt, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir offensiv direkt was machen. Und bevor ich mich wieder 5000 Mal sacken lasse und wütend werde und sowas, kann ich ja direkt am Anfang mal versuchen, ein bisschen den Lauf zu etablieren. Gerade natürlich heute mit unserem Backup Quarterback. Ja, 49 Yards, 1 Touchdown zu 0. Das ist doch ein geiles Verhältnis, 1 zu 0. So, Formation. Wir fangen an, indem wir erstmal hier Pippins hinstellen und da Henry. Obwohl, Moment mal, ganz kurz. Habe ich mir das überhaupt schon mal angeguckt? Warum mache ich das eigentlich immer?
Wer von beiden hat besseres Run-Blocking? Wer von euch beiden hat besseres Run-Blocking? Run-Block. Connor, Henry. Connor hat sogar besseres Run-Block. Warum mache ich das immer? Ich Vollvogel. Ich flippe ja nicht mal den Spielzug, ansonsten würde es Sinn ergeben. Dann lassen wir hier natürlich Connor und laufen einen Halfback Power. Das hat sich nicht gereimt. Ich dachte am Anfang kurz, es reimt sich, aber es hat sich gar nicht gereimt. So, auf geht's. Go! Let's go! Jawohl! Erstmal 16 Yards. Ganz entspannt. Als nächstes hauen wir direkt mal einen Screen raus, gucken, ob der ankommt. Erstmal gucken, was für eine Front die sind. Zur Not können wir. Ja, egal, trotzdem, mal gucken. Ah, schade. Ich dachte, ich komme schnell genug wieder raus. Wäre ich einfach nur außen lang gelaufen, dann hätte der Guard, der gepullt hat von uns, glaube ich, nicht mehr seinen Block erreicht und der hätte uns einfach außen den Weg abgeschnitten. Und ich dachte, ich komme innen und schnell wieder außen rum. Es könnte ein klassischer Fall von Juju schlägt Cover 2 sein. Nein, ist es nicht. Ist ein Blitz. Weggeworfen. Schöner Sidearm Throw out of bounds. Ich hätte vermutlich jemanden gehabt, aber ich habe mich zu sehr festgelegt und dann bin ich aus der Pocket gelaufen. Das war zu hektisch. Brandon Scherff, unser bester Spieler im Team. Einzige mit A+, glaube ich. Sehr zufrieden eigentlich mit meinen ganzen Leuten hier. Gut, wir laufen aus dem Singleback und zwar den Halfback Dive. Den habe ich ja auch ab und zu. Auch hier gucke ich natürlich wieder was. Ah, mal gucken. Ja. Boom, Henry. Truck nach vorne für 14. Okay, also Laufspiel funktioniert schon mal. Dann wüsste ich nicht, warum ich aufhören sollte damit. Wüsste nicht, wieso ich aufhören soll. Oh, schade, das wäre eine gute Front gewesen. Naja. Ah, schade, zu früh getruckt. Ich dachte, der Block steht nicht. Trotzdem 4 Yards, ist alles stabil. Wir gucken uns deren Defense an. Wie ist auch. Eric Berry ist da! Meine Fresse! Okay, 52 hat keinen Namen. Safe. 23 ist definitiv kein Linebacker. 98 ist dafür definitiv kein Defensive Back. Ey, Madden, was ist los mit euch? Obwohl, wisst ihr was? Ich laufe einfach nochmal. Ah, dumme Idee. 2 Yards verloren. Naja, macht nichts. Macht gar nichts. Wir holen uns einen kleinen Pat Sale. Sieht aus, als wären die in einem White Nickel, ha? Jawohl. Hat er gut gelernt von Deshaun Watson. Ich habe noch auf die C-Route gewartet, aber. Ah, Cover 6, okay. Die wäre sogar vermutlich offen gewesen, aber bei Cardale Jones weiß man halt auch. Weiß man halt auch nie, ob die ankommt oder nicht. Lass mich in Ruhe. Ah, verdammt. Warum ist der so schnell? Warum ist der so schnell? Ah, okay, die haben mir einen Look gegeben und ich dachte, ich kann was anderes machen, konnte ich dann aber doch nicht. Nee, obwohl. Ich lasse mal die Streak. Oh, Fumble. Sieh! Ah, schade. Ich habe gerade kurz geträumt. Aber die Zeit ist. Ah, ich weiß nicht. Ich bin halt auch nicht wirklich gut im Pocket Movement, ne? Aber die Zeit ist. Ah, shit. Wieder nicht gesehen. Viertel ist zu Ende, sorry. Erstes Viertel vorbei steht 0-0. Naja. Okay, wisst ihr was? Ich guck mal, ob die mir jetzt ein Cover 3 geben, vielleicht. Ja.
Nee, das sieht doch aus nach Man. Das sieht aus nach Man. Mit ganz viel Glück kriege ich entweder Ingram oder Dabo. Aber wenn die blitzen, bin ich ziemlich im Eimer. Jawoll, schöner Pass. In die Luft geworfen, Dabo drunter laufen lassen. Sehr schick. Gut, als nächstes drawen wir mal. Aber will ich das wirklich mit Henry machen? Ein Draw? Naja, versuchen wir mal. Falls ich Barry oder... Ah, Barry steht relativ weit hinten, aber falls ich irgendwen in der Lücke treffe, dann ist schon ganz cool. Wenn man jemanden hat, der trucken kann, aber hat nicht getruckt. Naja. Gut, wisst ihr was? Ich versuche jetzt mal einen Screen. Das mache ich online ganz gerne. In der Red Zone. Hatte da zwar schon einmal einen sehr frustrierenden Pick 6, weil wenn den jemand fängt, dann ist es halt ein Pick 6, ne? Oh! Jawohl. Glück gehabt. Glück gehabt. Das hätte auch genauso gut ein Tackle for Loss sein können da außen. Weil ich nicht schnell genug upfield gegangen bin, also hoch quasi in die Endzone. Weil ich nicht genau wusste, beziehungsweise nicht schnell genug gesehen habe, ob ich außenrum muss oder innenrum. Musste innenrum. Beinahe wäre ich außenrum gelaufen. Ja, ganz langer Drive, 5,42 oder sowas für 90 Yards. In echt wäre es natürlich gar nicht so lang, aber für Madden ist es schon relativ lang. Nimm Knie, komm. Ja, 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 Muschi, was geht? Hyde? Micah Hyde? Letztes Mal, unser Cover 3 hat uns eigentlich ganz gut geholfen, aber ich gucke erstmal wieder Man. Ja. 5 Yards, suboptimal, sage ich mal, aber wenigstens war ich in der richtigen Lücke. Wir blitzen aus dem Over. Mein guter alter Man-Blitz, Mike Will Blitz. Habe ich auch mal Tutorial zugemacht für alle, die sich fragen, was ich jetzt mache. Shifte doch Verantwortung. Nächstes. Wer war das? 93 ist es. Ah, Timmy Jernigan, okay. 3. und 5. Oh, die sind wieder am Start. Mit einem Tight End und 4 Wide Receivers, kein Running Back, also Empty Backfield. Oh, Moment mal kurz. Warum ist Sidney Jones im Spiel und nicht Gilbert? Guck mal hier, das wollte ich doch gar nicht so rum haben. Das ist doch ärgerlich. Sidney Jones 90 Speed, aber Gilbert ist schneller. Ja. Bam, schade. Ja, Schwachpunkt, gut erkannt, zu viel Zeit gehabt, der Blitz kam nicht schnell genug rein. Personnel. Na gut, wir versuchen mal zurückzufinden ins Cover 3. Oh, kein C. Oh. Boom. Ich muss aufhören mit meinen ganzen Hitsticks immer offline. Das ist ja verrückt. Aber es war sowieso Holding, wie es aussieht. Offensives Holding. Das gefällt mir doch sehr gut. Oh, und sie sind am Start. Sie sind am Start wieder mit Empty Backfield. Nein! Ich habe zu spät Dreieck gedrückt. Ich war an der richtigen Stelle, aber mein Finger hat zu spät Dreieck gefunden. Ansonsten wäre das ein Pick 6 gewesen. Nein! Oh, so eine Chance kriegt man nicht so häufig. Verdammt. Hier habe ich gesehen, dass er von links kommt und zurück. Und hier. Nein! Fliegt genau vor seinem Gesicht lang. Ich habe zu spät Dreieck gedrückt. Ah, das brennt. Das brennt. Ah, je. Dann noch 14 Yards damit. Oh, das brennt richtig.
Okay. Wäre auch die Frage, ob Smith den gedeckt hätte, wenn der Wurf richtig gekommen wäre oder nicht. Wir holen wieder unseren Nickel-Blitz raus, aber wir gucken diesmal, ob es Gilbert ist. Ja, ist Gilbert, sehr gut. Ja, direkt in Mitte ist mir zu voll. Ja, Mann. Aber ich hätte auch mit der Route mitgehen müssen, nicht mit der anderen, das war dumm. Weil ich da in der Flat einen hatte und ich bin mit... Ja, okay, das war mein Fehler. Guter Spielzug. Guter Spielzug. Die marschieren mir gerade ein bisschen zu sehr. Es dauert zwar auch relativ lange, aber ich finde es nicht gut. Jawohl. War das wieder Tim Jernigan? Ja, der hat einen krassen Blockshot heute. Das Ding ist, hier brauche ich nicht mehr wirklich eine tiefe Mitte, weil der eh nicht genug Zeit hat, irgendwas zu machen. Deswegen blitze ich den jetzt einfach mal. Ja, wollte schon sagen, den kann er nicht fangen. Den kann er nicht fangen. Okay, Nickel. Nickel White 9. Cover 3, Sky Press. Wir haben außen die Cloud Flats. Spreader alle nochmal ein bisschen extra. Sag's, wird ein Pass. Das reicht nicht. Das. Oh! Das hätte kein Touchdown sein dürfen. Das hätte nicht mal ein First Down sein dürfen. Irgendjemand hat da seinen Tackle richtig verhauen. Und ich habe nicht mal gehitstickt, ne? Ich habe ihm ja extra das hier gelassen. Deswegen habe ich keine Hardflats gegeben. Ah, Gilbert. Ah, Gilbert. Gilbert und Lattimore. Gilbert, ich habe dich gerade als Nickelback reingestellt. Letzte Chance. Wenn er einen Fehler noch macht heute, dann ist Sidney Jones wieder über dem. Ja, das kann, sowas kann nicht passieren. Vor allem, er hat ihn nach innen gebounced. Er hat ihn quasi an den anderen beiden Leuten, die auch noch da gewesen wären. Ah, die haben Kaepernick. An den anderen beiden Leuten, die auch noch da gewesen wären, vorbeigebounced. Sowas kann nicht passieren. Das ist beinahe unverzeihlich. Wenn es kein Rookie wäre, dann wäre sowas von draußen jetzt schon. Ah, bisschen zu spät. Dreck. Na gut. Gucken, was sie mir für einen Look geben. Cover 2 Look. Cover 2 Man Look, wie es aussieht. Ich hasse das, dass sobald ich nach außen laufe, die immer einen Blockshot kriegen. Das ist eigentlich, was heißt eigentlich, das ist, wenn man selber das macht, ist es so, wenn man einen Contain eingestellt. Ist das ein Cover 3? Ne, ist es nicht, ist Man. Das ist eigentlich so, wenn man selber einen Contain eingestellt hat. Oh, Cardell! Der hätte ganz weit gehen können, der Wurf. Der hätte ganz weit gehen können. Aje, aje. Da sieht man jetzt halt das erste Mal, dass er nur unser Backup ist, ne? Glaube ich das erste Mal. Ich weiß nicht, ob er vorher schon was verhauen hat. Und sie hält den Block. Ja. Ah, schade. Pippins hat irgendwie keine Skill-Moves. Vielleicht kann ich die auch verbessern, wenn er ein bisschen mehr Punkte kriegt. Okay, gleiches 2-Minute-Warning. Wir wollen natürlich nochmal einen Touchdown erzielen. Henry, was geht? Flagge. Holding? Holding, ja, verdammt. Das ist doch ärgerlich. Jetzt sind wir quasi genau da, wo wir eben waren. Bevor wir das First Down gekriegt haben. Halt, okay, wir sind 4 Yards weiter vorne, aber... Wisst ihr was? Connor. Screen auf Connor. Warum nicht?
Ach so. Ah, ich dachte, die Zeit hat gestoppt. Egal, wir machen trotzdem Screen auf Connor. Kein Problem. Ja, Atlanta hat gegen Detroit gewonnen. 31-3. Also Atlanta ist jetzt 5-1. Ich finde es sehr cool, wie einfach alle meine drei Linemen nach außen gegangen sind, ohne jemanden zu blocken. Und der Gegner, was heißt der Gegner? Der Defender genau neben meinem Halfback steht. Guckt euch das mal an. Wen blockt ihr Fettsäcke? Was? Ja, was macht ihr hier außen? Drecks Avengers laufen. Hauptsache schön alle synchron laufen hier. Mann. Okay. Ja, wir brauchen halt ein bisschen Zeit jetzt. Und ich glaube nicht, dass wir wirklich Zeit kriegen. Wisst ihr was? Ich laufe. Ich laufe wieder den gleichen Power. Guck, ob ich wieder die Outside kriege. Ansonsten... Ah. Ah, oh, der Skill-Move war so gut, der hätte klappen müssen. Leck mich. Das Ding ist, ich krieg keine Zeit von meiner O-Line. Was mich ein bisschen aufregt, weil ich meine jetzt, okay, bei der anderen Franchise mit den Ravens, das ist verständlich. Ja, das ist eine schlechte O-Line sowieso. Aber... Oh, okay. Aber hier ist es ein bisschen ärgerlich, weil ich eigentlich eine richtig gute O-Line gedraftet habe. Oh Mann, 76, du bist eine Enttäuschung. Deine Eltern lieben dich nicht. Mann. Seht ihr, das meine ich mit keiner Zeit. Ich habe noch nicht mal auf den Spielzug geguckt. Ich habe nur versucht, relativ gutes Pocket-Movement zu haben und werde trotzdem so schnell gesackt. Also das heißt so schnell. Nein! Ich hasse diese Animation! Warum? Der Ball kommt ganz normal an. Warum behält er den... Weil mein Problem mit der Animation ist, es ergibt keinen Sinn. Es gibt so viele verschiedene Arten, wie man das machen kann. Man kann den Snap hoch ankommen lassen, dass er den hier fangen muss und dann runterbringt. Oder tief. Oder er muss einen Schritt zur Seite machen. Oder irgendwas, was das Ganze verzögert. Aber der fängt den einfach nur, fängt den und dreht ihn dann um und guckt nach unten die ganze Zeit wie so ein Vollesel. Und dann wird er geblockt. Es ergibt keinen Sinn. Geschenkter Touchdown! Mhm. Wofür haben wir verlängert mit dem, wenn er so einen Quatsch macht? Can't get enough. Lücke war da, ich hätte keinen Skill-Move machen müssen, mein Fehler. New Orleans hat auch gewonnen, also die Teams in unserer Division gewinnen schon mal. Ah, oh, das ist ein Cover 3, jetzt bin ich natürlich nicht in einem Cover 3 Look, verdammt. Okay, 2 für 20, ist auch stabil. Ach komm, das war ein First Down. Das war ein First Down. Wie ich den Computer kenne, gibt er mir natürlich nicht nochmal einen Cover 3, wa? Nee, na klar. Zieh. Ah, verdammt. Schade. Ich habe nicht mal 100 Yards, was geht? Okay, wir haben Zeit. Wir sind an der 20, 56. Jetzt ist das Ding, wir wollen natürlich einen Touchdown haben. Die kriegen... Nee, Quatsch, wir kriegen den Ball. Okay, dann ist es gar nicht so schlimm. Aber wir wollen natürlich auch nicht zu viel Zeit drauf lassen, wisst ihr? Keine Blockshots. Okay, ich habe die Uhr im Blick, keine Angst. Keine Angst. Oh, Dabo könnte frei sein, wenn der oben, der Safety, sich in die Mitte zieht. Ja. Jawohl. Klatsch. Mara Dabo ist mein Lieblingsreceiver, glaube ich, von denen. Juju ist halt auf der 1, der ist ein bisschen tot, den benutze ich kaum. Ich kann versuchen, den in der zweiten Hälfte ein bisschen besser reinzubringen. Ich habe Evan Ingram heute noch nicht so benutzt, wie ich es gerne hätte. Ah, das Ding ist, die Spiele sind sowieso immer schon so lang. Das sind über eine Stunde. Also heute sowieso, weil wir 2 Wochen mit Vorbereitungszeit und sowas hatten.
Aber die Spiele sind so lang, aber normalerweise bräuchte ich mehr Zeit, um wirklich allen meinen Leuten ihre Receptions zu geben. Wisst ihr, Mario Dabo fängt halt viel, einfach weil er aus dem Slot arbeitet und weil ich viel mit meinem Slot Receiver arbeite. Und Juju fängt nicht so viel, weil er auf 1 ist. Tight End benutze ich auch nicht mehr so viel wie Anfang des Jahres, weil ich auf viele Tight End Routen Interceptions werfe, weil ich zu blöd bin dafür. Corner Routes sind mein Tod wirklich. Ich weiß nicht, wie viele Interceptions ich schon auf Corner Routes geworfen habe. Das ist unnormal. Generell, weil außen die Zonen dieses Jahr so komisch funktionieren. Motion links nach rechts, nee. Wisst ihr was? Timeout. Wenn ich den Ball nochmal wiederkriege, nochmal die Chance auf einen Return habe, nehme ich. Wenn die Spielzüge jetzt nicht alle. Timeout. Na, okay. Ist Quatsch. Hättet ihr den Ball eh nicht mehr wiedergekriegt, deswegen. Wir sehen uns in der zweiten Hälfte. Exciting football for us in the second half as we'll have two teams playing two quarters to decide a winner. All right, let's get straight to it. Here's some highlights from the first half. Thunderbirds with the ball early in the second. Jones is on target here. He'll end up at the 10-yard line before being tackled. Later on the drive, Samuel's the target here. And now they get in for the touchdown as they take a 7-0 lead. Dobson's the target on the quick pass, and nobody can stop him on this long touchdown. Cap was tied up at 7. Thunderbirds now lead in the second quarter. Jones is able to find his mark deep downfield, and he'll end up at the 20-yard line before being tackled. Still late stages of the second. Jones has got the completion from the gun, and he finds his mark for the score. We're brand new at 14. Yo! Yo, yo, yo! Ah! Okay. Muss meine Lautstärke. Ich kann nicht mit dem Mauspad umgehen. Ich muss die Lautstärke wieder hoch, runterschrauben. So. Touchdown. Kein Touchdown. Alles außer Touchdown. Okay, ah, da hätte ich vielleicht auch die Mitte nehmen sollen, wie ich es angesagt habe. Aber ich lerne nicht. Ich lerne nicht. So, wir suchen Ingram. Press. Vielleicht suchen wir auch Juju. Ja, wir suchen Juju. Sehr gut gemacht. 7 von 10, also 70% Completion, 133, 2 Touchdowns. Ist sehr gut eigentlich. Und ein bisschen wenig Yards. Aber wieder Press. Mach. Gib mir das gleiche nochmal. Nee. Hoch, hoch, hoch! Lauf doch los, wenn ich sag, du sollst loslaufen. 4 Sacks, Alter. Das ist immer der gleiche Kerl. Haben wir schon irgendeinen Sack von einem anderen kassiert? Ich nehme gleich meinen. Moment mal, ich nehme gleich meinen Right Tackle raus. Das ist sehr lächerlich langsam. Ich weiß, mein Ersatz ist noch schlechter, aber das. Blocking. Moses. 3 Sacks erlaubt. Tschüss, du wirst jetzt ausgewechselt. Rotted. Michael Ower, jawohl. Blindside. Beschützt zwar nicht meine Blindside, deswegen ergibt das wenig Sinn, aber egal. Ist es schon Aua? Nee, ne? Super nah. Super nah läuft meine Outroute. Aber eine tiefe Outroute. Juju wird wieder gepresst. Wir blocken nach links. Auf geht's. Nein! Ich bin. Oh Mann! Ich bin extra stehen geblieben. Diese ganzen unfähigen Drecksquarterbacks. Bin extra stehen geblieben, Mann. Mehr kann ich nicht machen, als extra stehen bleiben. Ich kann in der Pocket bleiben, aber das hilft auch nicht. 39, eigene 39. Ja, mit sowas muss ich rechnen. Aber das Einzige, was ich da hätte machen können, ist warten, bis er steht.
Und dann wieder in die andere. Oh ja, out of bounds. Wehe, du bounce in die Endzone. Du Hund! Wirklich, gibt genau eine Richtung, in die er nicht bouncen kann. Nach hinten ist okay, nach links ist okay, nach rechts ist okay. Er bounce natürlich schräg links nach vorne. Dreckscheiß. Entschuldigung. Mann. Frust rauslassen. Wie sollen die Cowboys sich gut damit fühlen, was ihre Offense macht? Die haben 7 Punkte. Die anderen 7 Punkte, seht ihr, das macht die Offense. Minus 1 Yard. Die anderen Punkte kamen ja von dem blöden Punt-Dreck da. Also die sollten sich vielleicht nicht gut fühlen, was ihre Offense macht. Nächstes. Shaq Lawson hat ein starkes Spiel heute. Nächster Minus-Yard. Meine D-Line ist krass heute. Zwar nicht wirklich sackmäßig, aber ansonsten. Oh, Dreck. Die Mitte ist komplett frei. Oh, der hatte so einen Touchdown in der Mitte, ne? Der hatte, ey, ich zeig's euch. Ich nehme an, ihr habt schon gesehen, aber ich war in einem Cover 2, der hatte vermutlich sogar 2 Touchdowns in der Mitte. Okay, wir zoomen mal ein bisschen weg. Guckt euch mal an, was 80 macht. 80 ist so offen. Ey, der hatte 2 Touchdowns hinten in der Mitte. Guck mal bitte, guck mal. Oh je. Online wäre ich ziemlich im Eimer gewesen. Aber warum kam mein Blitz nicht durch? Das verärgert mich. W-Effekt. Ich freue mich gerade drauf, dass ich ein 3 and out habe. Siehst du nicht, beide Seiten können glücklich damit sein, was ihre Offense macht. Keine Seite kann glücklich damit sein, was ihre Offense macht. Ja, blockt einfach beide Gunner nicht, ja. Mann, ich dachte, das wurde gepatcht. Das war am Anfang und das war gerade bei der 49ers-Franchise ja auch immer richtig häufig so, dass sie Dory Jackson direkt umgerannt haben. Ja, ich gehe normal in den gleichen Spielzug, aber auf der anderen Hash diesmal. Und dann in letzter Zeit ist es gar nicht mehr so passiert. Da dachte ich, die haben das irgendwie gepatcht. Nein! Mann, Cardale Jones! Evan Ingram tut mir so leid, weil der seine Routen immer so krass läuft und ich will ihn einfach nur ins Spiel bringen. Und alles war offen. Ich hatte keinen Druck in der Pocket. Ingram war offen. Nein, lauf doch weiter. Oh, Glück gehabt. Der hätte weiterlaufen müssen zur Seite, dann hätte er noch 10 Yards mehr gehabt. Und das war jetzt kurz vor Interception, deswegen. So, jetzt habe ich ihm wenigstens ein... Oh, Moment mal. Nope. Take off. Falscher Look. Ich dachte, wenn Juju links die Press schlägt, dann können wir da vielleicht was machen. Aber na gut, wir laufen mal wieder. Also ich hatte eben zwar auch einen Lauf angesagt, aber da gefiel mir der Look dann nicht. Ihr kennt meinen Power. Scheinbar kennen die Cowboys meinen Power noch nicht. Aber wieso hat Pippins keine Skill Moves? Der könnte so krass sein mit Skill Moves. Was? Aber ich glaube, wenn der nur alleine da gewesen wäre, hätte Henry sich noch losgerissen. Und deswegen haben die mir die Animation gegeben. Aber das sah komisch aus. Ich suche. Ja, ich suche. Oh. Oh. Nein, der wird Touchdown Ingram. Ah! 5 Sacks. Kinder, warum? Warum hat der 5 Sacks? Ey, das regt mich so auf. Wisst ihr was? Ich gucke jetzt einfach mal, ob Armstead den irgendwie handeln kann.
Wieso ist denn das aber? Das ist doch Quatsch. Ja, okay. Ich habe schon wieder zu viel Druck in der Pocket. Wenn ich länger Zeit gehabt hätte, ist es ein Tat. Nein, das war der. Oh, ich dachte, das war der zweite. Ich kann nicht zählen. Eigene 41, wir fanden. Weil deren Offense nichts machen kann. Aber dieser Schlag geht mir so auf den Sack. Vor allen Dingen, wer ist das? Wer ist das? Fällt mir jetzt erst auf. Wer ist das? Wer ist Frank Clark, Alter? Niemand ist Frank Clark. Erzähl mir jetzt, es ist ein Rookie. 3. Noch nie gehört. Ich will auch nur sehen, wo du... Ra-da-da-da-da. Warum aber? Warum? Moment mal. Power-Moves, Finesse-Moves. Seine Power-Moves sind ganz okay, aber auch nicht so krass. Warum hat der 5-6? Ich roll ja nicht mal nach rechts jedes Mal. Ey, wenn mir irgendjemand erklären kann, warum der 5-6 hat, bitte. Oh, natürlich. Ey, ich hasse Marquette King. Ja, genau dich, du Arsch. Vorhin blöden Touchdown aufgegeben, warum es jetzt unentschieden steht. Einfach, weil er beschlossen hat, sich den Ball noch 3 Sekunden anzugucken. Nein, ihr lauft nicht, nein. Du hast 1 Yard pro Lauf, hör auf zu laufen. Fast 100 Yards mehr. Nichts kommt bei raus. Oh, er läuft ja nochmal. Na klar. 3. und 6. Ist okay. Wir bleiben in einem 4-3, glaube ich. Ich gehe nicht in Nickel jetzt. Ich bleibe auch in der Defense. Das stimmt, ja. Oh, ich habe den Screen nicht mal gesehen, ne? Ich habe den Screen nicht mal gesehen. Ich war komplett links auf meiner Seite. Also ich wäre da sowieso nicht mehr rechtzeitig hingekommen. Ich war der linke Linebacker, aber... Ja, oh Mann, jetzt kommt da ein Viertel. Dass ich das manchmal übersehe mit dem Viertel, ist ja okay. Aber das ist ein Computer. Der kann... Ah, falsches Spielzeug. Der kann nichts übersehen. Shaq Lawson schon wieder. Shaq Lawson kommt heute von der Kante, von der Ecke, von der Edge, wie auch immer. Wie sonst was. Der spielt gar keine Spiele heute. Der ist sauer irgendwas wegen. Und ich find's gut. Ich find's sehr gut. Wir bluffen den Blitz. Oh, ich dachte schon, die geben mir jetzt einen Face Mask. Warum laufen die ganze Zeit? Ihr Lauf funktioniert einfach nicht. Spiel ich Hardflats? Ja, ich spiele Hardflats außen, warum nicht? Boah, gut, dass ich Hardflats gespielt habe. Mann! Ah. Hätten die wenigstens eine Route angebracht, wenn ich Cloudflats? Nee, Dreck. Dreck! Da rieche ich dann immer Verrat. Vom Computer. Wisst ihr, dass er weiß, dass ich Hardflats spiele, dass er dann einen Spielzug einstellt, der gegen Hardflats super funktioniert. Moment mal, was ist denn hier los? Ja. Wollte schon sagen. Das kann man noch nicht mit sich machen lassen hier. Ich brauche mal einen Sack. Ich glaube, ich hatte keinen einzigen Sack dieses ganze Spiel. Auf All Madden Sacks zu kriegen ist irgendwie außer ganz am Ende. Wenn man jetzt mit 2 Touchdowns führt und die zurückkommen müssen oder so, dann ist es einfach. Aber ansonsten ist es gefühlt unmöglich. Weil die so schnell werfen und immer irgendwen finden. Wechsel, 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 weg. Nächstes. Samaji. 3. und 9. Okay, dann gehen wir halt doch mal einen Nickel. Ah, falschen Spielzug, aber ist egal. Oh, ist nicht egal, Dreck. Ah, ich kam nicht hin. Ja, bleib drin, bleib drin.
Ah, verdammt. Trey Boston, sehr gut. Sehr gut. Er hatte in der Mitte einen, da kam ein User nicht hinterher. Da war ein bisschen zu langsam, der gute Jared Davis. Okay, wir versuchen jetzt noch einmal Ingram zu finden. Einmal. Weil er immer frei ist. Immer. Oh, der war schon wieder frei. 5000 Yards. Warum kriege ich immer so viele Sacks? Das hat nicht mal wirklich lange gedauert jetzt. Es ist ja nicht mal so, dass ich mich nicht auskäse und einfach immer so lange warte. Oh, da, was? Wo kam der von links schon wieder her? Ich war bei 7 von 10, seitdem bin ich bei 1 von 6. Ich laufe wieder, ich kann ja nichts machen. Von mir aus. Der Lauf kommt nicht durch. Juju. Weißt du was? Nee. Also erstmal punte ich jetzt natürlich, aber dann nein. Es reicht mir. Irgendwann ist auch genug, wisst ihr. Am Anfang schiebt man es immer ab und sagt, ja, ist kein Starter, Backup. Aber es ist halt auch nicht mal ein Rookie, ne? Es reicht. Ich habe gerade ganz kurz gedacht, er kriegt nochmal die Animation. Gib ihn. Ich habe weder R1 gedrückt, noch habe ich das auf Aggressive gestellt. Das Spiel wollte ihm einfach nochmal 15 Yards geben. Danke. Sidney Jones, du bist drin für jemand anders, der Fehler gemacht hat. Ich habe kein Problem damit, euch beide zu entlassen und mir einfach irgendeinen Free Agent zu holen. Das ist mir komplett egal. Ich bin in einem 5-2. Ich bin in einem 5-2 und bin selber in der Lücke. Wie zum Teufel konnte das passieren? Ich habe 6 Rusher dahinter, man. Und meine Defense hat das ganze Spiel über dominant gespielt. Auf einmal passiert sowas. Okay, hab schon wieder zu viel Zeit auch verschwendet mit... Ah, ich will dem seine Bälle geben, ich will dem seine Bälle geben. Ist komplett egal jetzt. Gilbert hat keine Skill-Moves. Ich muss dran denken, ich laufe jetzt einfach nur noch mit dem, weil Skill-Moves zu versuchen ist irgendwie überflüssig. Ich glaube, ich habe keinen Running Back mit wirklich richtigen Skill-Moves. Henry hat einen Truck. Das ist für mich kein Skill-Move. Ich hatte 206 Yards vorhin. Anfang drittes Viertel, glaube ich. Oder Mitte drittes Viertel oder sowas. Jetzt! Nein! Einmal! Du musst einmal im Spiel einen schlagen. Mit deinem Skill-Move. Okay, es ist Eric Berry. Entschuldigung, nein. Das Gemecker von dem Spielzug hier nehme ich zurück. Es war Eric Berry. Oh, Dreck, 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 Dreck. Was war das aber für eine Defense, Alter? Da hätte ich jetzt, hätte ich mich verlassen müssen auf einen meiner Receiver und die haben beide nichts gebracht. Oh, zu. Komm, du bist schneller als alle. Stiffarm. Nee, kein Stiffarm. Na gut, aber ich bin irgendwo. Ich bin irgendwo. Ingram hat sich verletzt vorhin beim Blocken bei dem einen Lauf. Der denkt sich auch, was für ein Schrotttag. Er ist die ganze Zeit offen, kriegt keinen Pass. Flagge Holding, geil. Ich gehe out of bounds, bevor jetzt noch ein Fumble kommt oder sowas. Das E-Holding kommt zurück. Auf jeden Fall Ingram, die ganze Zeit offen, immer. Ich glaube, er hat einen Catch und hat sich jetzt verletzt noch.
David Andrews, dir verzeih ich das 1000 Mal. Du bist mein bester O-Lineman mit Abstand. Wisst ihr was? Ich mach's trotzdem. Gute Idee. Gute Idee, JD! Warum ist es auch Derrick Henry? Weil der andere Dude das Chef ist. Ich vergesse immer wieder zu gucken, ob jemand das Chef ist. 2-25 mit einem Holding und einem Verlust von 5 Yards. Geil. Dabo müsste offen sein. Bleib drin, bleib drin. Das Ding ist, wenn man diese Grafik hat, diese Animation, wenn er sich gerade versucht hat loszureißen und sowas, das kennen wir alle, dann kann man gleichzeitig nicht eine Richtung ändern. Finde ich ein bisschen dumm. Dann kann er nur geradeaus laufen. Und dann siehst du ihn quasi in Richtung Endzone laufen und du denkst so, nein, hör auf. Lauf nicht in Endzone. Oh, ich hab nur einen Draw, war shit. Keine Skill Moves. Ich versuch's immer wieder, weil es halt keinen Sinn ergibt, keine zu machen. Aber, ey, ich bin schon über eine Stunde, aber ich muss mal kurz nachgucken. Das ist ja wirklich... Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass er irgendwen gekriegt hat mit einem Skill Move. Die müssen ja so unglaublich schlecht sein. Speed Strength. Warte mal. Oh. Agility ist, glaube ich, für Hurdle. Das ist noch okay. Dann muss ich in Zukunft versuchen, Leute zu hurdeln. Stiff Arm, Spin. Juke ist 85? Igitt. Wo ist das denn? 85? Nein. Okay, jetzt Touchdown, Stopp, noch ein Touchdown. Das ist Henry, Dreck. Boom, zu früh. Andere Seite. Pitchen nochmal. Nein! Weil jetzt ist das Ding... Wenn ich zu früh score, ich muss halt sowieso erstmal scoren. Also ich kann mir jetzt nicht wirklich was aussuchen von wegen, oh, wenn ich zu früh und zu spät und bla bla bla. Erklär mir, wie der Defensive End schneller 2 Yards vor dem Running Back in der Mitte ist als der Running Back. Was ist da denn passiert? Ah, das Ding ist, ich gehe jetzt sowieso beim vierten dafür. Und wenn ich... Ah, ich muss eigentlich drawen, ne? Corners. Ansonsten, das wird nicht offen sein, kann ich euch jetzt schon sagen. Mitte. Block für mich. Jawohl, Connor Cook, sehr gut. Oh, es war beinahe zu früh, weil wenn die jetzt die Zeit runterspielen und einen Field Goal oder einen Touchdown kriegen, dann bin ich im Eimer. Bin ich sehr im Eimer. Ich will nicht verlieren. Der eine Analyst hat gesagt, Ross Tucker oder wie auch immer, hat gesagt, wir werden 8 Wochen lang ungeschlagen sein. Und es sind nachdem hier noch 2 Spiele. Also 9 Wochen, aber 8-0. 8 Spiele. Okay. Ding ist, wir wissen, sie passen. Ding ist, wir wissen, unsere Blitze kommen nicht durch. Wenn er durch die Mitte laufen will, soll er machen. Okay, 6 Yards. Das wird denen zu wenig sein. Ich bin zufrieden. Ich gebe Man erstmal. Ah, das ist zu langsam. Defense. Wir sind zu langsam. Okay, wir müssen, jetzt ist er out of bounds, Gott sei Dank, wir müssen Sachen auf aggressive stellen. Die sind jetzt schon an der 47. Das geht viel zu einfach, was sie gerade machen. Das geht viel zu einfach. Wir kriegen überhaupt keinen Druck. Das ist alles kompletter Bullshit. Wenn es weiter so geht, dann ist es ganz entspanntes Field Goal für die, komplett ohne irgendwelchen Stress, und wir verlieren einfach. Die bewegen den Ball viel zu einfach gerade. Ich gehe außen, wenn er in die Flat geht, geht er nicht.
Ja, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Touchdown ist besser für uns. Trey Boston hat, glaube ich, verhauen, wird auch definitiv ausgewechselt, wenn wir nochmal in der Defense kommen. Der hat zwar den Pick gefangen vorhin, das war aber ein Geschenk. Und das eben. Sorry. Das war eine. Das, hey, das war nicht mal eine. Das war nicht mal eine Slant, ne? Das war ein In. Ja, das war wieder ein gehöriges Bullshit-Spiel heute. Aber ich will auch eins sagen. Ich beschwere mich ja manchmal, dass ich sage, man merkt bei manchen Spielen zu sehr, dass EA einen einfach nicht gewinnen lässt. Ich glaube, heute hätte ich eine Chance gehabt. Die haben mir zwar schon viel Quatsch gegeben und so, aber ich glaube, ich hätte eine Chance gehabt heute, wenn ich einfach ein bisschen besser gespielt hätte. Und wenn ich auch nicht angefangen hätte mit so Zeug wie, oh, ich will, dass der seine Touches kriegt und so. Late Tackle out of bounds übrigens, aber okay. Ich weiß nicht, wieso alle meine Quarterbacks behindert sind und den Ball nicht wegwerfen. Moment mal, Moment. Wollte gerade sagen. Ich dachte gerade, der wäre schwarz gewesen. Ich dachte, das wäre, das klang richtig komisch. Moment mal, ist der schwarz? Ich dachte, das wäre Cardale Jones wieder auf dem Spielfeld. Aber es war Connor Cook. Okay. Das wird entweder ein Sack oder eine Completion zu Dabo. Oder beides nicht. Was macht meine O-Line eigentlich beruflich? Frage ich mich manchmal so. Wenn die nicht gerade Pass Rusher von den Cowboys durchlassen. Mit Frank Clark. Das ist wieder Man, das ist wieder Man. Oh, ich hasse euch alle aus tiefster Seele. Ich hasse euch alle. Ah, ja, das ist vorbei, das Spiel. So ein Scheiß. Es ist vorhin die ganzen Sacks, die kamen, der ganze Druck. Das ist nicht mal Blitz. Das ist nicht mal mit irgendwie groß Stress verbunden für die. Dass ich dahinter Möglichkeiten habe. Die rushen mit 4. Sitzen mit 7 in der Coverage und ich kann nichts machen. Was ist denn das? Natürlich, der gute Clark nochmal zum Abschied. Meine Fresse! Ey, ihr versteht nicht, wie sauer ich bin, weil ich will eine Chance haben, was zu machen. Ich will, dass es an mir liegt, ob ich das Spiel gewinne oder nicht. Wenn schon nicht das ganze Spiel über, dann wenigstens halt in so einem Two-Minute-Drill. Und nicht, dass ich da jetzt die ganze Zeit irgendwelche Sex um die Ohren kriege, wo ich nicht mal was machen kann. Beim letzten. Ich hatte erstmal nicht wirklich Zeit, um Read zu machen, aber dann lasst mich doch wenigstens den Ball werfen. Dass ich das Gefühl haben kann, den falschen Read genommen zu haben oder sowas. Weil das ist doch echt, das ist doch wirklich Bullshit. Dass ich dieses Spiel verloren habe, ist Bullshit. Ich wäre, oh Mann, Alter. Deshaun Watson, komm bitte schnell zurück. Und nächste Woche definitiv Connor Cook. 100%ig Connor Cook. Cardale Jones hat gespielt wie ein Mülleimer. Wie ein Mülleimer. Kommentatoren, Mund halten. Ich sehe, dass ihr redet. Ich habe die Kopfhörer nicht drin. Ich sehe, dass sie reden. So, Mülleimer hat 116. Wisst ihr was? Ich glaube, ich cutte den. Ich habe keinen Bock mehr, sein Gesicht zu sehen. Cardale Jones, tut mir leid, du wirst gecuttet. Rushing war wieder gut, aber auch da, wenn ich so viel... Ah, dieser Touchdown durch den Punt, der regt mich auf. Vor allem, es war so nah an unserer Endzone. Nicht mal, dass sie nur den Ball gekriegt haben. Es war einfach Instant Touchdown, größtes Geschenk. Shady, weiß nicht, wo der noch so viele Yards gekriegt hat. Komm, okay, 17 Attempts. Ah, Receiving, Pippins am meisten. Dabo wieder. Dabo ist jedes Spiel stark, jedes Spiel. Blocking, Moses, Scherf. Wofür bist du mein bester Spieler im Team? Weil von dem kamen nämlich die letzten beiden Drucksituationen, von dem und von Owa. Aber Owa ist halt auch nur als Ersatz reingekommen, als Strafe für Moses. Wirklich, ich habe gerade richtig Lust, mein gesamtes Team zu cutten. 6 Sacks für Frank Clark. Wer zum Teufel ist Frank Clark? 6 Sacks. Und ja, ich weiß, wer Frank Clark ist. Das ist nur eine Redewendung.
Javon Hargrave, Defensive Tackle. Eieieiei. Punting, Marquette King. Auch so kurz davor, den zu cutten einfach. Ihr kennt mich, ich bin bei sowas. Deswegen bin ich ein schlechter Manager. Weil ich einfach jetzt keinen Bock mehr auf sein Gesicht zu sehen. Ich bin so kurz davor, den zu cutten. Ah. Okay. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hat Spaß gemacht. Aber auch da wieder, es ist eine Herausforderung. Ich glaube, ich hätte das Spiel gewinnen können, wenn ich nicht am Anfang so viel Quatsch gemacht hatte. Von wegen, ah, ich will, dass Evan Ingram Touchdown fängt und bla bla bla. Ich hoffe, der ist nicht ernster verletzt. Wir werden nächste Woche sehen. Ihr werdet sehen, ob ich impulsiv genug war, um Cardale Jones zu cutten. Connor Cook wird auf jeden Fall starten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotzdem irgendwie. Und wenn ja, könnt ihr mir ein Like da lassen. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.